In dieser Übung möchte ich demonstrieren, wie Sie mit Pull-Linien, hier das Magenta, oder mit Linien, hier diese blauen Linien im AutoCAD zeichnen können. Das Ganze erfolgt mittels kartesischer Koordinaten, die sehen Sie hier bemaßt, allerdings nicht ganz vollständig, sodass Sie sich die Maße auch ein bisschen herleiten müssen. Das soll dem Verständnis dieser kartesischen Koordinaten dienen. Und das wollen wir jetzt hier erarbeiten. Zunächst vielleicht nochmal ein Hinweis zu kartesischen Koordinaten. Was bedeutet das? Wir arbeiten jetzt hier im AutoCAD 2D. Wir haben in der Ebene immer zwei Koordinatenachsen. In der Regel ist das jetzt im 2D immer XY, also die Basisebene auch im AutoCAD. Ja, es gibt im AutoCAD zum Beispiel echte 2D-Befehle, wie zum Beispiel Linie oder auch nur die normale Polylinie oder auch Kreis oder auch Schraffuren. Die funktionieren immer nur in der Grundrissebene, also in der XY-Ebene. Ja. Wenn man diese dennoch im 3D, sprich in irgendwelchen anderen Ebenen verwenden will, dann muss man die Grundrissebene über ein sogenanntes neues BGS, aber das machen wir dann viel später, einfach verändern. Ja, aber diese Befehle funktionieren immer nur in der XY-Ebene, wobei Sie im AutoCAD eben, das ist wieder AutoCAD-Spezifikum, diese auch verändern können. Die können Sie beliebig im Raum platzieren. Aber wie gesagt, das ist kein Thema für diese Übung. Ja. Hier sehen Sie dann die Koordinaten. Also wir unterscheiden einmal die X-Koordinate, die steht am Anfang. Und mit Komma getrennt folgt dann die Y-Koordinate. Und man kann auch im Hinterkopf behalten, um das dann im 3D auszudrücken, bräuchte man noch die Z-Koordinate. Aber die können Sie, solange Sie jetzt in der XY-Ebene arbeiten, auch weglassen. Da wird immer automatisch auf 0 gesetzt, sofern es sich um 3D-Körper handelt. Ja, die Sie dann in der, oder um 3D-Befehle handelt, die halt dann auch eine Z-Koordinate theoretisch hätten. Ja, man sieht es zum Beispiel an dem Befehl Linie, wie ich dann gleich zeigen werde, dass der auch Z-Koordinaten unterstützt. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal an. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt hier loszeichnen, den Unterschied zwischen Linie und Polylinie, dass man da auch nochmal darauf eingeht, wann nimmt man was. Na, jetzt wird er mir hier. So, jetzt schiebt er. Ich zeichne zunächst das mal hier eine Linie. Zum Beispiel, ich mache mal mein Raster an und zeichne. Und tu mal die Linie auswählen. Also hier die einfach die Layer, den Layer-Linie, damit die Linie, da sind ein paar Formatierungseigenschaften eingestellt, damit die Linie sich optisch von der Polylinie unterscheidet. Gehe also jetzt hier auf Linie und zeichne ihm einfach mal ein Rechteck. Ich raste jetzt hier am Raster ein und schließe das Ganze. Das wäre jetzt hier eine Linie. Jetzt wechsle ich mal den Layer und wähle jetzt hier Polylinie aus. Wie gesagt, das hat nur was mit den Formatierungseigenschaften zu tun. Jetzt werde ich den Befehl Pull-Linie aktivieren und zeige jetzt hier innen einfach mal eine Pull-Linie rein. Und normalerweise sieht es auf den ersten Blick, wenn wir mal von den Formatierungseigenschaften absehen, wie Farbe oder Linienstärke, gleich aus. Wenn Sie allerdings hier mit der Maus drüber fahren, sehen Sie, dass immer nur eine Linie hervorgehoben wird. Wenn Sie hier draufklicken, werden Sie auch nur diese Linie aktivieren und können auch nur die Eigenschaften dieser Linie verändern. Mach mal die Eigenschaften an, rechte Maustaste, Kontextmenü und dann auf Eigenschaften, dann sehe ich hier die Eigenschaften. Und man sieht ja auch schön, dass hier die Punkte ja auch Z-Koordinaten enthalten. Ja, das heißt, der Befehl Linie geht normalerweise auch im 3D. Ansonsten haben Sie hier eine Länge, aber es betrifft halt nur diese Linie. Und ja, ansonsten nichts war das, was jetzt hier von Relevanz ist. Schauen wir uns hier mal dagegen die Pull-Linie an. Wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, sehen Sie, dann wird die gesamte, wenn die gesamten vier Linien hervorgehoben, die gehören quasi zusammen, da die bilden quasi eine Pollinie. Das bedeutet, eine Pollinie besteht aus Linien oder auch Bögen, man könnte auch Bögen machen. Und die gehören dann auch für AutoCAD zusammen. Wenn wir uns dann mal die Eigenschaften hier anschauen, dann sehen wir, hier gibt es keine Z-Koordinaten. Das heißt, das ist jetzt ein Befehl, der halt nur in 2D funktioniert. Das hatte ich vorhin gemeint mit der Grundebene. Den können Sie so ohne weiteres im 3D gar nicht anwenden. Ja, es sei denn, Sie tun das Koordinatensystem halt jetzt mal anpassen. Aber was hier auch noch interessant ist, Sie haben hier eine Fläche und eine Länge. Das heißt, Sie bekommen jetzt hier die Gesamtlänge. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn Sie zum Beispiel Räume zeichnen oder so, weil dann gehört das für AutoCAD zusammen und Sie können dann auch gewisse Massenermittlungen und so weiter dann relativ schnell absolvieren, indem Sie einfach dann hier das entsprechend abklicken. Wie kommen Sie an die einzelnen Scheitelpunkte ran? Da können Sie jetzt hier reinklicken. Jetzt sehen Sie, hier ist der erste Scheitelpunkt. Ich muss noch ein bisschen ausgeklappt lassen hier, dass hier ist mal wieder wegklappt. So.
Und jetzt kann ich mich hier durchklicken und könnte jetzt hier auf die Koordinaten zugreifen und die jetzt hier verändern. Ich werde hier einfach mal anstelle 80 und 90 eingeben. So. Enter. Und jetzt sehen Sie, jetzt verändert sich dieser Punkt. Ja, ich tue mal wieder das Ganze zurücksetzen. 80. Ja, und so kann man sich halt dann durch eine Pull-Linie arbeiten. Ja, das heißt, Sie können, obwohl die Linien zusammenhängen, das Ganze immer noch bearbeiten und verändern. Aber für AutoCAD gehört das zusammen und dadurch haben Sie im Prinzip mehr Informationen reingebracht, sofern das auch zusammenhängen soll. Ja, wenn das nicht zusammenhängen soll, weil das nichts miteinander so zu tun haben soll, dann ist natürlich die Linie insofern besser. Ja, die Linie, die können Sie auch dann hier immer einzeln ansprechen und damit arbeiten. Ein weiterer Vorteil von so zusammenhängenden Linien in Form von Pull-Linien ist, dass Sie die auch mit einmal nur auswählen brauchen. Also, Sie klicken sie einfach an, gehen hier auf Kopieren und können das entsprechend einmal, ohne das jetzt mehrfach auswählen zu müssen, hin und her kopieren. Würden Sie das Ganze mit der Linie machen wollen, mit den vier Linien, dann müssen Sie quasi alle einzeln anklicken, ja, oder mit dem Auswahlrechteck arbeiten oder filtern oder wie auch immer, aber ist natürlich mühsamer, um das dann zusammenhängend zu erfassen. Deswegen mein Tipp, wenn Sie Dinge zeichnen, die auch wirklich zusammenhängen, wo es auch Sinn macht, dass es zusammenhängt, ja, wie zum Beispiel Raumgrenzen oder irgendwelche Querschnitte von Profilen oder so, dann empfiehlt es sich, das wirklich als Pull-Linie zu zeichnen. Sofern Sie Dinge zeichnen, die jetzt keinen Zusammenhang darstellen, dann würde ich auch auf Pull-Linien verzichten und würde nur mit Linien arbeiten, ja, weil Sie in der späteren Folge auch das nicht zusammenhängend bearbeiten, kopieren oder verschieben werden. Ja, aber solche Dinge wie zum Beispiel Räume oder Profile werden Sie in der Regel auch dann oft nicht nur analytisch auswerten, wie Länge oder Fläche, sondern auch zusammenhängend in der Regel auch bearbeiten. Und so haben Sie natürlich dann auch in der weiteren Folge es leichter. Sie müssen allerdings wissen, wie Sie dann Pull-Linien noch bearbeiten können über die Griffe. Hier können Sie jetzt zum Beispiel mit der Maus drüber zeigen und hier das Ganze in den Bogen konvertieren und da haben Sie halt Ihren Bogen draus gemacht. Sie können die Punkte ja auch versetzen und so weiter. Aber da gibt es nochmal eine extra Übung dazu, wo ich Ihnen zeige, wie man Pull-Linien auch noch verändern kann. Ja, das ist jetzt nicht Inhalt dieser Übung, aber das soll nochmal zeigen, dass auch eine Pull-Linie auch verändert werden kann, ohne dass Sie die sprengen müssen, wieder zusammenlegen müssen. Was bedeutet sprengen? Sie können auch eine Pull-Linie in die einzelnen Segmente zerlegen. Dazu gehen Sie hier auf Ändern, dann hier auf Ursprung. Die Pull-Linie ist vorher ausgewählt. Und jetzt habe ich hier auch einzelne Linien oder Bögen und das ist dann nicht mehr zusammenhängend. Ja. Genauso können Sie hier auch wieder verbinden. Ja. Achten Sie allerdings darauf, wenn Sie das verbinden wollen. Ich wähle es mal wieder aus, mache daraus wieder eine Pull-Linie. Wenn Sie das verbinden wollen, dürfen da jetzt keine Lücken oder sollten hier keine Lücken sein, damit auch das Ganze verbunden werden kann. Hier verbinden. Jetzt haben wir es wieder verbunden. Ja. Also Sie können auch wieder Pull-Linie in Linien zerlegen und das Ganze auch wieder verbinden, sofern jetzt keine Lücken dort eingestellt sind. Beziehungsweise meines Wissens kann man auch eine Toleranz da einstellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nehmen wir mal die zwei Linien. Und gehen ja auf Verbinden und schauen wir uns hier unten die Option an. Na, beziehungsweise ich hatte technisch in Erinnerung gehabt, dass man Toleranzen einstellen kann. Na, das scheint doch nicht so, habe ich doch falsch in Erinnerung. War es doch irgendwas anderes. Also sie müssen schon wirklich miteinander verbunden sein. Das heißt, wenn Sie hier Lücken haben zwischen den Linien, seien Sie auch noch so klein. Ich werde es mal ganz kurz demonstrieren, indem ich es nochmal zerlege und hier eine ganz kleine Lücke einbaue, die man unter Umständen gar nicht sieht, die oftmals dann passieren, indem man halt also ungenau zeichnet, also nicht mit Rasterfang oder Objektfang arbeitet. Sie sehen, die Lücke sieht man normalerweise nicht. Und wenn ich das Ganze jetzt hier verbinden will, gehe jetzt hier auf Verbinden, wähle die beiden an und dann sagt die null Objekte verbunden, ja, weil natürlich hier die Lücke ist. Ja. Aber das müssen Sie halt achten, wenn Sie das im Nachhinein Pull-Linien erzeugen wollen durch den Befehl Verbinden. Dann sollte darauf achten, dass da keine Lücken zwischen diesen Elementen ist. Ja, ich hoffe, ich konnte hier den Unterschied zwischen Pull-Linien und Linien kurz erläutern, damit Sie ungefähr wissen, wann nehme ich was und was ist der Vor- und Nachteil zwischen diesen beiden Konstruktionsarten. Ich möchte hier das A, weil ich finde, das gehört hier zusammen. Ja, diese Außenkontur als Pull-Linie zeichnen und hier diese einzelnen Segmente nur als Linien. So viel dazu. Jetzt werden wir hier nochmal schnell gucken, wie komme ich jetzt hier zu den Koordinaten. Wie gesagt, das ist ein bisschen als Lückentext geschrieben, um Ihnen beizubringen, wie man so mit diesen kartesischen Koordinaten arbeitet.
Ich möchte meinetwegen hier mit diesem Punkt anfangen und da habe ich gegeben die x-Koordinate 50, es fehlt mir die y-Koordinate, die muss ich mir jetzt irgendwie herleiten und das ist im Prinzip ganz einfach. Man sieht hier immer die jeweilige y-Linie, ja, man sieht, das ist meine y-Achse. Wenn ich mir jetzt hier ein Koordinatensystem reindenke, ich werde es mal ganz kurz andeuten. So. Und ich zeichne jetzt hier mal ein Koordinatensystem ein. Das müsste dann so aussehen. So, das wäre mein x, das wäre mein y. Hier noch ein Pfeil dazu. Und das wäre jetzt hier meine y-Richtung. Ja. Und hier kann man sich die 50 denken, die kann ich hier ablesen. Hier. Und das heißt, alle Punkte, die auf dieser y Linie liegen, also an dieser Koordinate haben die teilen dieselbe Y-Koordinate. Ja, das heißt, ich kann hier die 50 ablesen und die gilt natürlich dann auch für hier, hier oder hier. Ja, dasselbe jetzt hier, hier wäre das dann die 70. Ja, und das gilt wieder für alle, die auf dieser Linie, dieser gedachten Linie hier liegen. Ja, dasselbe gilt in X-Richtung, also wenn ich hier habe, glaube ich, das quasi die 50. Ja, und das gilt dann für alle hier. Das heißt, dieser Punkt hätte dann die Koordinate 5, x-Koordinate 50 und die y-Koordinate 110 und so weiter. Das wäre dann hier nicht die 50, sondern die 70. Ja, und alle Punkte, die jetzt auf dieser roten Linie hier liegen, teilen dann dieselbe x-Koordinate. Also die haben alle die 70. Ja, und so weiter. Ja, so können Sie sich das vorstellen. Das bitte beachten. Und jetzt wollen wir das Ganze mal anwenden, indem wir jetzt hier zeichnen. Ich wähle zunächst hier den Layer aus. Über die Layer kommen hier die Formatierungseigenschaften. Da interessiert uns immer momentan hier die Formatierungseigenschaft. Hier haben wir Farbe, Linienstärke und hier unten noch die Linienart. Das kommt alles über die Layer. Jetzt gehe ich auf den Befehl Pull-Linie. Achten Sie bitte hier auf die Befehlszeile. Gehe also auf Pull-Linie. Dann möchte er den Startpunkt wissen. Wo geht das Ganze los? Da muss ich mir überlegen, wo fange ich an? Ich fange hier in der Ecke an, aber achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Hilfsmittel einsetzen. Das wird gerne übersehen und sich dann gewundert, dass sich das bei Ihnen das AutoCAD ganz anders verhält als bei mir. Ja, gehen Sie da folgendermaßen vor. Vergleichen Sie einfach hier unten die Hilfsmittel, die ich jetzt hier aktiviert habe. Momentan habe ich hier nur aktiviert Raster, damit ich das Raster so grobe Orientierung und dicke Linie, dass mir quasi die Linienstärken anzeigt. Ansonsten habe ich hier komplett alles ausgeschaltet, habe keine weiteren Hilfsmittel an. Ja. Und hier können Sie nochmal schauen, welche ich jetzt hier aktuell verfügbar habe. Ja, das sind quasi die Hilfsmittel, die ich jetzt hier momentan verwende. Ja, und das sollten Sie möglichst, wenn Sie das Ganze nachvollziehen wollen, bei sich mit Ihren Einstellungen abgleichen. Ja, sofern Sie andere Hilfsmittel verwenden, kann sich AutoCAD ganz anders verhalten, als ich das hier demonstriere. Ja, das ist immer wieder eine Fehlerquelle, die eintritt, wenn Leute versuchen, meinem Beispiel zu folgen, dass sie ganz andere Hilfsmittel eingestellt haben und dann auch natürlich AutoCAD anders reagiert. Also das bitte abgleichen, am besten machen Sie sich einen Screenshot oder merken sich das. Das sind die Hilfsmittel, die ich jetzt hier unten aktiviert habe, also hier verfügbar gemacht habe. Wenn ich die hier anhake, sind die hier unten quasi verfügbar und ich kann sie jetzt hier, indem ich sie quasi anklicke, und kann ich sie anschalten oder ausschalten. Ja, hier werden sie nicht angeschaltet, hier werden sie einfach nur hier unten verfügbar gemacht. Aber achten Sie darauf, es gibt auch Hilfsmittel, die jetzt hier unten zwar nicht verfügbar sind, aber dennoch aktiv sein können. Ja, zum Beispiel dynamische Eingabe ist sowas. Ja, die sollten Sie immer anhaken, damit Sie sehen, ob die aktiv ist oder nicht, beziehungsweise Sie würden das aber auch merken, sofern Sie die schon kennen. Das ist ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, dass gewisse Hilfsmittel, obwohl sie jetzt hier nicht angehakelt sind, damit nicht als Schaltfläche verfügbar sind, dennoch aktiv sein können. Ja, Sie müssen immer unterscheiden, das Verfügbarmachen des Hilfsmittels hier unten als Schaltfläche, das ist dieser Haken hier, und dann noch das Aktivieren oder Deaktivieren. Ja, aktiv merken Sie daran, dass das blau hervorgehoben ist, dann ist es aktiv. Wenn Sie es quasi nochmal draufklicken und es nicht mehr vorgehoben ist, ist es quasi nicht aktiviert, das Hilfsmittel. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe nochmal extra Videos gemacht über die Hilfsmittel, die können Sie sich nochmal anschauen, beziehungsweise über die wichtigsten Hilfsmittel, die wir jetzt hier im Rahmen dieses 2D-Kurses benötigen.
Die würde ich Ihnen empfehlen, nochmal anzuschauen, damit Sie sich da ein bisschen reindenken können, wie diese Hilfsmittel funktionieren. In dieser Übung nur so viel, achte darauf, dass Sie dieselben Hilfsmittel verwenden, wie ich sie hier auch verwende. Also momentan hier nur Raster, Unifang und hier die Linienstärke und sonst nichts. Ja, jetzt gehe ich also hier auf, bin ja noch im Befehl Pull-Linie drin, da möchte ich jetzt den Startpunkt wissen. Und da fange ich meinetwegen jetzt hier an, bei diesem Punkt und gebe das mal ein als kartesische Koordinaten. Das wäre dann 50 für x, Komma, und der y-Wert, hat man vorhin ja festgestellt, wäre in dem Fall 50. Den kann man dann hier drüben ablesen. Also wieder 50 und bestätige das Ganze mit Enter. Achten Sie darauf, Koordinaten werden mit Kommas getrennt. Falls Sie Dezimalzahlen eingeben wollen, dann erfolgt ist die Dezimaltrennung ein Punkt. Kein Komma, sonst wird das dann wieder mit der Koordinatentrennung verwechselt. Also Dezimaltrennung ist ein Punkt. Enter. Jetzt sehen Sie, es geht das hier los. Jetzt kann ich überlegen, gehe ich jetzt in diese Richtung oder in diese hier oben. Ich werde hier mal nach oben weiterzeichnen. Das wäre der nächste Punkt. Dieser hier, der hätte jetzt die Koordinaten. Das x hole ich mir von hier unten, das wäre 50. Das y hole ich mir von hier drüben, das wäre 110. Also gebe ich ein 50,110. Der nächste Punkt wäre dann dieser hier, 70. Das x hole ich mir von hier unten, also es steht eh schon hier oben, und das y hole ich von hier drüben, das wäre 130. Also 70,130. Ja, also jetzt können Sie quasi hier immer weiter zeichnen. Mach vielleicht den noch hier. Der hätte jetzt die Koordinaten 90, 130. Und falls Sie sich mal vertippt haben, hier eine falsche Eingabe tätigen, bitte nicht einfach mit Enter oder Escape den Befehl abbrechen, weil da haben Sie eine angefangene Pull-Linie und das Ganze dann weiterzuzeichnen ist dann ein bisschen schwierig, weil Sie müssten dann die Pull-Linie dann quasi verbinden und so weiter. Einfacher ist es, einfach auf zurückzugehen. Ich mache immer einfach einen Fehler, indem ich hier diesen Wert mal falsch eingebe, nämlich 110, machen wir jetzt hier mal 30, nee, sagen wir mal 70. Ja, das wäre jetzt hier eine falsche Eingabe, die erkenne ich jetzt hier. Und wie reagiere ich jetzt? Ich gehe einfach hier auf zurück hier unten. Also Sie haben hier unten sogenannte Befehlsparameter, die sind so grau hinterlegt. Und auf die brauchen Sie einfach nur draufklicken. Ja, Sie können hier auf Schließen gehen, da würde er das Ganze jetzt hier schließen. Da wird der Befehl abgeschlossen. Sie können jetzt auf Kreisbogen umschalten, dann könnte ich jetzt hier einen Kreisbogen zeichnen und keine Linie. Wenn ich zurück will, gehe ich wieder auf Linie, dann bin ich wieder ein Liniebefehl drin. Sie können die Breite einstellen, die Sehnenlänge und ganz wichtig ist hier auch nochmal die Befehl zurück, also mit dem können Sie zurückgehen. Ja, den brauchen wir. Und was gerne auch übersehen wird, ist die Breite. Ja, weil manche Leute da falsch einstellen. Die Strichstärke wird normalerweise hier oben über diese Einstellung vorgenommen. Aber Sie können auch hier bei der Pull-Linie eine Breite einstellen. Das zeige ich Ihnen mal kurz, wenn ich auf Breite gehe und mache mal eine Anfangsbreite von, sagen wir mal, 5 und eine Endbreite von 20. Und jetzt sehen Sie, jetzt bekommen Sie quasi hier so einen Pfeil dargestellt. Ja. Für solche Spielereien ist das gut. Ja. Ich werde wieder zurücksetzen, gehe also wieder auf Breite und setze die Anfangsbreite auf 0 und die nächste Breite auch auf 0. Dann gehe ich hier auf zurück und kann jetzt hier wieder weiter zeichnen. Jetzt könnte ich hier weiter Koordinaten eingeben. Ich möchte Ihnen allerdings noch eine andere Eingabeart vorstellen, die natürlich auch sehr praktisch ist und den ich einfach den Rasterfang aktiviere, weil Sie sehen ja, alle Punkte liegen ja auf dem Raster. Und wenn ich den Fang aktiviere, dann raste ich ja auch im Raster ein und brauche jetzt einfach nur über das große Fadenkreuz hier entsprechend zu fluchten. Ich kann hier unten auch meine Koordinaten ablesen zur Kontrolle und hätte jetzt hier 110, 110, das passt, fahre jetzt hier runter, ja, und könnte jetzt das Ganze auch über ein Raster zeichnen. Das wäre dann hier 90, 50, fahre jetzt hier hoch, das wäre dann bei 90 bleiben wir 90, das bin ich jetzt ein Stück zu weit oben, jetzt bin ich hier richtig. Dann geht es hier rüber zur 80, 100, 100. Ich glaube, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht. Also nochmal zurück. Hier ist immer doch hier oben. Das wäre nicht, das wäre dann 90, 100. Genau, und hier die 110. Und dann hier, hier. Und zum Schluss könnte ich jetzt den Punkt noch verbinden oder Sie gehen ja einfach auf Schließen. Ja, das heißt, das Arbeiten mit dem Rasterfang, und da gibt es nochmal eine extra Übung dazu, wo ich Ihnen auch zeige, wie Sie das Raster einstellen können, damit das auch passt, das Raster, ist natürlich wesentlich komfortabler, als wenn Sie nur über die Koordinaten das Ganze eingeben. Also nur über absolute kartesische Koordinaten. Warum absolut? Das haben Sie auch nochmal erläutert. Absolut heißt, alle Koordinaten beziehen sich auf einen gemeinsamen Ursprung. Das wäre in dem Fall hier dieser.
Ursprung, auf diesen Ursprung beziehen sich quasi alle Koordinaten. Ich gebe die alle bezogen auf diesen Ursprung ein. Deswegen spricht man von absoluten Koordinaten. Es gibt dann noch relative Koordinaten, da ändert sich immer der Ursprung. Der ist dann immer an derselben Stelle, sondern da kann sich der quasi immer wieder neu gesetzt werden. Und dann spricht man von relativen Koordinaten, aber dazu gibt es eine ganz andere Übung. In dieser Übung geht es erstmal nur um absolute Koordinaten. Ja, zum Schluss noch die beiden Linien. Dazu wechsle ich hier den Layer. Ich möchte jetzt hier Formatierungseigenschaften haben bezüglich der Linien. Da heißt es, es ist hier blau und glaube ich auch eine andere Linienstärke. Ich könnte es wieder mit einem Raster und Fang machen. Ich möchte allerdings nochmal die kartesische Eingabe wiederholen. In dem Fall gehe ich jetzt hier auf Linien. Er möchte den ersten Punkt wissen. Zum Beispiel hier 70,90. Gebe ich absolut ein. 70,90. Bestätige mit Enter. Der zweite Punkt wäre dann bei 90,90. Mit Enter bestätigen. Jetzt können Sie noch wieder auch hier haben Sie die Option zurückzugehen. Ja, sobald Sie den zweiten Punkt gesetzt haben, kann man zurückgehen, das nochmal neu eingeben, wie bei der Polylinie, also 90,90. Und wenn Sie fertig sind, einfach mit Escape oder Enter den Befehl beenden. Wiederhole den Befehl Linie, indem ich nochmal die Leertaste drücke oder rechte Maustaste. Letzte Eingabe finde ich ja auch die Linie. Natürlich können Sie auch hier oben drauf gehen. Ja, andere Variante, wenn Sie Befehle aktivieren wollen, ist über die Befehlszeile, können Sie Befehle auch eingeben. Falls Sie ihn hier oben nicht finden, dann kann man einfach hier unten Befehl Linie eingeben. So, und Sie sehen, dann erscheint er hier auch. Ja, und wenn Sie jetzt in einem anderen AutoCAD sind, zum Beispiel in einem chinesischen oder italienischen aus irgendeinem Grund und Sie blicken jetzt hier nicht durch, was jetzt, wo jetzt wie die Befehle alle so heißen, dann können Sie auch die englische Schreibweise, die funktioniert immer. Allerdings mit der Einschränkung, wenn Sie sich in einer anderen Sprachbibliothek von AutoCAD befinden und nicht in der englischen, dann müssen Sie die englischen Befehle mit einem Unterstrich eingeben. Also in dem Fall wäre das dann hier Unterstrich Line. Halt verschrieben Line. Also Sie sehen auch die, dann wird automatisch Befehllinie quasi entsprechend dazugeordnet. Ja, also das Programm ist ja ursprünglich in Englisch und die anderen Sprachen sind einfach nur Bibliotheken, die drüber liegen und deswegen funktionieren diese englischen Befehle immer, aber aufpassen, sobald eine andere Bibliothek aktiviert ist als die englische, dann müssen Sie das Ganze mit Unterstrichen machen. Ja, ansonsten können Sie auch die deutschen Shortcuts verwenden. Also nochmal erster Punkt eingeben, das wäre dann hier 70,70. Das war jetzt, ja, das war richtig. Und der nächste Punkt wäre dann 90,70. Und das Ganze mit Enter beenden. Ja, so viel zur Arbeit mit Polylinien und Linien und zur Eingabe mit über kartesische absolute Koordinaten oder alternativ auch die Arbeit mit einem passenden Raster, beziehungsweise auch passenden Rasterfang dazu, indem Sie es einfach nur abklicken.